hat. Alf Multigamer begrüßt euch zu einem neuen, ja, ich muss mal sagen, Let's Test erstmal. Und zwar spielen wir DayZ Origins. Ja, ich spiele natürlich mit dem Team Wolf. Hallo Team Wolf. Hallo Alf, hallo Leute. Und im Hintergrund, im Teamspeak ist das Eismännchen, der gerade andere Dinge erledigt. Hallo Eismännchen. Hallo. Ja, wir spielen Origin und wir sind, das ist ja die Map Taviana und wir sind da auf dieser ganz kleinen Insel von Taviana und zwar ganz im Westen, im obersten Zipfel, wo die Kartbahn war und da ist Dangrad der Ort. Und in dem Ort habe ich mich mit dem Team Wolf getroffen und jetzt wollen wir mal gucken, was das so für ein Mod ist von DayZ oder von Arma, wo es ja ums Überleben geht. Hier sind überall Zelte, ja. Leere Dosen, Alter. Ich habe bis jetzt noch nichts Brauchbares gefunden, bis auf die Headshot. Ah. Ein Rucksack. Wir haben ja gar keinen Rucksack. Nö. Ich hab jetzt einen. Hä? Ich hab jetzt einen Rucksack. Und ich hab eine Waffe. Was denn für eine? Ja. Ach, guck mal da, eine MP5 oder sowas, hä? Ja. Ich hab ein G17 Magazin noch gefunden. Naja gut, wollen wir mal schauen. Hier sind ja, ist ja noch ein bisschen was. Wir können ja auch noch mal in die Feuerwehrstation gehen. Die habe ich ja auch schon entdeckt. Also von daher, da muss ja jetzt bald was spawnen. Ich nehme mal an, hier war keiner. Ich gehe noch mal kurz durch die Kirche. Du hast ja die Rüsselseuche. Die Rüsselseuche. Was habe ich? Die Rüsselseuche. Jo. Da kommst du aber auch noch hin. Na klar. Oh. Also jetzt müssten wir irgendwie... Hier ist ein Haus, da kann man durchgehen, glaube ich. Das werde ich jetzt auch mal machen. Ich sehe das ja gar nicht ein. Komm hier rein, komm. Komm, du Wichser. Nein, nicht solche Ausdrücke. Ey, die gehen ja überhaupt nicht tot. Doch. Hast du schon einen umgebracht? Ja, natürlich. Ah ja. Mitten in die Fresse rein. Oh, ich habe auch jede Menge Blut verloren, Alter. Ja, da gehen wir gleich ins Krankenhaus und holen wir uns was. Ja, wo ist denn das nächste Krankenhaus? Du bist ja witzig. Witzigkeit kennt keine Grenzen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist hier auch keins. Das ist nämlich so ein kleiner Ort, denke ich mal, oder? Wo bist denn du überhaupt? Ich bin hier neben der Kirche, die Straße hier neben der Kirche. Also im Feuerwehrhaus. Nein, ich guck nach einer. Nein, ist nix. Also ich bin auf der Straße hier, wo die Firestation ist, auf jeden Fall. Ey, was ist denn das für Musik, die hier in dem. Ist ja komplett andere Musik hier in dem Mod. Wo bist du denn? Ich bin bei der Feuerwehrstation, ich sehe dich kommen. Wo hast du denn Musik? Hörst du? Ich hab das gehört jetzt. Ja, du Arsch, du Blöder. Ja, da musst du genau treffen. Oh, Leute. So, dann will ich mal da in das Eckhaus gehen. Warst du in dem Eckhaus? Ja, da war noch nichts. Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, wir sind hier alleine, wa? Wir sind alle in Sabina oder sowas. Also wir... Oder... Ja? Also wenn ich das so sehe... Immer noch nichts. Das
gibt's doch gar nicht. Ist überhaupt nicht ergiebig hier. Also das, die Spawn-Rate oder wie auch immer, die ist aber hier ganz rapide runtergesetzt. Oder die wollen das nicht. Ja, wollen wir jetzt mal irgendwie woanders hin oder so? Ja. Wir müssen mal bei der Kirche, auf der Straße müssen wir nach unten laufen dann irgendwie. Warte mal, was ist denn da hinten? Das ist die Hauptstraße hier, die müssen wir runterlaufen. Ich weiß aber auch, ich habe ja noch nicht viel von diesem Mod gehört. Also ich weiß auch nicht, ob man jetzt vielleicht auch in so einem Gebäude... Da kommst du nicht durch, da kommst du nicht durch, da kommst du wieder nur ja, zurück. Ja, weiß ich. Warum läufst du da? Vielleicht verharren muss erstmal. Und das ist eine Hauptstraße hier? Ja, die können wir geradeaus durchlaufen. Dann kommen wir in den nächsten Ort. Da, der ist nicht weit. Ja, von da bin ich gekommen. Oh, der Hubschrauber, ja. Ja, von da bin ich gekommen. Ja, aber du bist da vorne abgebogen, ne, irgendwie. Nee, ich bin hier, da, in diese Richtung, wenn du da guckst. Ja, genau, das ist, da geht zur Küste und wir laufen hier die Straße weiter. Ja. Oh, jetzt ist aber irgendwas in 3 Minuten Server-Restart. Wir müssen uns, glaube ich, erstmal irgendwo hinlegen. Ja, in 3 Minuten. Ah, das geht schneller, als du denkst. Da ist der Ort. Das scheint auch ein etwas größerer Ort zu sein. Und da kommt auch noch so ein scheiß verkackter Zombie. Oh. Hinter uns. Hinter dir. Bei mir? Die schlagen ganz schön ein. Gut. 2 Minuten noch. Ich würde sagen, wir machen uns hier in den Wald und legen uns erstmal hier hin. Ich setze mich hin. Da hinten ist Militärlager, da müsste man natürlich auch mal gucken. Ja, bist du verrückt? Wieso, wir haben doch Dr. Hacken. Die machen dich alle, ey. Die machen dich alle da. Dr. Hacken haben wir doch dabei. Ja. Das machen wir dann gleich, dann machen wir halt. Aber da brauchst du Granaten und so weiter und Panzerfaust und so. Was meinst du, wie viel da drinne sind? So. Alles klar. Die Holzfäller sitzen. Ja, Leute. Ja. Ich würde sagen, wenn der Server neu gestartet ist, kommen wir auch wieder. Bis denn. Macht's gut erstmal. Tschüss. Ey, da Zombies rennen. Da hinten. Dann könnte sein, dass da auch ein Spieler ist, ne? Oder wie war das? Das ist die Brücke. Da kommt ein Spieler an. Wo? Er läuft auch direkt auf mich zu. Das bin bestimmt ich. Eine Waffe? Ich habe eine Axt. Er hat mich nicht gesehen. Das ist gut, ich laufe zum Supermarkt. Ich bin direkt beim Supermarkt. Oder bei... Du würdest ja sagen Edeka. Der Kollege ist es. Ei. Das sieht natürlich schon mal besser aus. Ach ja, ich komme auch dahin. Ach, da waren die da, die auch hinter dir hergerannt sind. Ich habe eine Karte gefunden. Ja. Fabiana, da brauchst du keine Karte. Nee. Ach, was? Ich muss dir mal ganz ehrlich sagen, das ist nicht verkehrt, wenn man eine Karte hat. Da kann man sich Punkte setzen. Ich nehme mal an, dass es geht. Oh, jede Menge leere Dosen liegen hier rum. Leere Dosen, Leute, das... Oh, ein Zelt habe ich gefunden. Jo, das brauchen wir auch. Genau. Was ist hier aus? Das gibt's doch gar nicht. Da sind da denkt man mal, da würden Dosen liegen. Dabei liegen da gar keine Dosen. Makarov-Magazin und eine Dose Cola. Na also, es geht da los jetzt.
Schon wieder der Surfer. Muss was trinken. Ach, du bist bei mir, ja? Der Surfer hat aber Probleme. Ich habe doch rote Ping. Ja, ich nicht. Hier ist noch eine Karte. Hier kannst du eine Karte nehmen. So eine gute Karte, zeig mal. Wenn ich dann lege ich die wieder weg, weil. Ist das. Nee, das ist doch hier ist er. Ah ja. Ah, das ist eine gute Karte. Ich trinke auch noch was. Ja, trinken und essen müssen wir jetzt ein bisschen einpacken. Ja, hier ist ja nichts zu essen. Natürlich. Nein. Das sieht und sah nur so aus, weißt du? Ich glaube, wir müssen mal was da weglegen. Wir haben gar keinen Sack. Kollege. Ah, nee. Entschuldigung. Oh. Jetzt können wir an das Essen ran. Zwei Dosen Sardinen. Oh, nee. Ich habe meine Headset allerdings verloren dadurch. Oh, oh, nee, 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 ich kann mal den Merdo. Müssen gucken, dass wir an den Rucksack kommen. Ich habe schon einen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Du hast keinen. Nee, nicht auch. Den sieht man nicht. Nee, du hast keinen. Doch, ich habe ja einen. Sag doch nicht immer sowas. Ich habe einen. Einen ganz kleinen zwar nur, aber. Ja, wollte ich gerade sagen, das kleine Säckchen da. Rote Verbindung. Achso, ich wollte mal gucken, was das für ein Auto da war. Ob man da zusammen friemeln kann. Brauchst du was zu essen? Du kannst von mir eine Dose Nudeln abkriegen. Ja, später. Erstmal gucken. Was ist das hier? Das kaputt oder? Ja, ist nur. Gucken, ist hier was drin? So, dann würde ich sagen, dann lass uns mal, wenn wir die Straße weitergehen. Warte mal, hier draußen, ne, der Ural, ne? Kollege, wir müssen erstmal gucken, das war. Sonne kriegen, ne? Jetzt muss ich mich mal ganz kurz orientieren. Ich bin Warum? Von hinten gekommen. Ja, weil ich genau weiß, wo der Sonny ist. Weil ich die Karte auf habe. Ja. Du weißt, wo der Sonny ist? So ungefähr. Ja, ich weiß, wo der Sonny ist. Ja. Und da gehe ich direkt hin. Jetzt frag mich nicht, wo bist du denn jetzt? Wo bist du denn jetzt? Hm? Ja, Sonny? Kommst du mit zum Sunny? Brauchst du eine Tankstelle? Nee, im Moment nicht. Bist du am Rennen? Ja. Du kennst dich hier schon aus, oder? Da ist noch eine Schule. Ach. Oh, was ist das denn? Hotel International sogar. Ja. So klein ist die Stadt gar nicht, hä? Nein. Da guck mal, da gibt es ja sogar. Ach Mensch, Kinder, hier gibt es ja einiges. Der hat schon Binoculars. Oh, Kollege! Oh.
Ich hab ne Winchester. Ich hab einen Boss. Und einen Revolver. So. Unit, mal gucken, was hat der Bus denn drin? Der wird nichts viel drin haben. Ich meine, ich gönne dir das, um Gottes Willen, aber... So. Nee. Gut. Oh, noch eine Dose Würstchen. Hey, hup da nicht da rum. Warum nicht? Ziehst du die Zombies an oder nicht? Oh, ich bin schon kaputt. Echt? Ja, ich schrei. Du musst mir helfen kommen. Okay. Ich brauch Blut und Bandage. Ja, Blut kann ich dir noch nicht geben. Wo bist du denn? Ach, da. An dem Bus. Mach den Zombie weg, schnell. Oh. Los, in das Haus rein. Nach oben. Bist du hinter mir? Nach oben. Da können wir im Notfall Leiter runter. Los, ganz nach oben. Ich muss mich erstmal verbinden, damit ich was sehe. Ja, das kannst du hier oben machen. Komm. Ich bin schon dabei. Ich brauche dringendst Blut. So, meine Bandage ist... Da schießt einer. Ja, ich. Ach du! Ja, ich muss mich doch wehren. Oh, ich habe jetzt einen Schrecken gekriegt. Oh, unbedingt Blut. Oh, egal, ja, wie. Ich auch. Wir müssen da hin. Also. Oh, die Winchester ist aber gar nicht gut. Du musst in den Schädel rein. Oh, ich blute jetzt auch. Ja, geh mal gucken, ob du einen Sonny findest. Ich seh nämlich nichts mehr. Ich hab keine Dings mehr. Ich verblute jetzt. Ja, ich auch. Na toll, dann ab zum Sonny. Ja, das fängt ja toll an, unser Spiel. Ich weiß nicht mehr, wo ich hinlaufen muss. Ich sehe nichts. Da hinten ist Krankenhaus, glaube ich. Ich blute wie ein Schwein, weißt du das? Ja, ich sehe dich laufen. Also ich sehe was laufen und Zombies hinterher. Blutest du auch? Ja, aber wie? Ich habe kein Blut mehr. Ich kipp gleich um. Ich habe eine Bandage gefunden. Ja, nee, ich brauche Blut, keine Bandage. Bandagen habe ich selber. Ich habe mich schon bandagiert. Ach so, dann hole ich jetzt Blut. Dann bleibt da irgendwo... Ja, gezwungenermaßen, weil... Vielleicht rette ich uns ja noch. Ich versuche mein Bestes. Glaube ich nicht. Das Problem ist, ich muss mal den Revolver in der Hand nehmen. Siehst du, da geht das Problem schon los. Deswegen glaube ich das nicht, dass du mich rettest. Rein, nehmen, raus, kommen. Schießen kannst du später oder dich verteidigen. Verteidigen kannst du dich am besten, wenn du wegläufst. Weißt du was? Du bist... Manchmal bist du ganz schlimm. Mhm. So, gleich kipp ich um.
Wie viele Plätze also, haben wir da? Vier, achte. Also der Herzschlag, der wird immer langsamer. Ja. Das höre ich. Ich gehe jetzt Blut holen. Das schaffst du nicht. Pack für dich nur ein, weil ich sterb jetzt hier. Nein, du stirbst nicht. Dann mache ich eine hundertprozentige Wette mit dir. Weil ich höre doch meinen Puls. Der wird immer schwächer. Also Blut habe ich schon keins mehr. Habe ich dann wenigstens was zu essen? Nee, habe ich auch nicht. Aber ich habe ein Alice-Pack. Kannst du nehmen, wenn ich sterb. Was macht ihr dann? So, ich bin im Krankenhaus drin. Jetzt hoffe ich nur, dass ich was finde. Hier ist noch nichts gespawnt. Das darf nicht wahr sein. Ich renne jetzt einmal rum und kletter nach oben, ob ich da was finde. Oh, an der Leiter liegt auch nichts, wenn du da hoch gehst, die Leiter. Nee, ich bin an der, die kleine Leiter erstmal. Ist das ein Krankenhaus? Ja, ja. Ich habe ja die Scheiben schon kaputt geschmissen. Nee, da ist nichts. Da ist auch nichts. So, jetzt klettere ich ganz nach oben. Scheiß was drauf. Hauptsache, ich kriege dich wieder zum Leben. Nein, ich bin ohnmächtig. Das ist nicht so schlimm. Ohnmacht ist nicht so schlimm, aber hier im Krankenhaus ist auch nichts. Tut mir leid. Geh mal hinten rum, da wo die Leiter ist. Wenn du nach oben willst, da liegt ja auch manchmal unten vor der Leiter was. Ja, da habe ich schon geguckt. Also. Aber du siehst ja, wenn ich... Ja, du bist ein bisschen zu risikoreich. Aber hier ist immer noch nichts gespawnt. Ne, wieso? Ich war in dem Bus drin, hab geguckt, was im Bus drin ist, hab dann mein Spielchen gemacht mit den Hupen, steig aus und krieg direkt eine gewischt. Ja, das die Spielchen mit dem Hupen, das hättest du nicht machen sollen. Ja, ich muss hier warten, bis was gespawnt ist. Aber ich gucke nochmal bei dir, aber... Ne, deswegen, A und O ist Essen, Trinken und Sanitätsbereich. Das ist A und O. Und dann erst Waffen. Weil was auf dem Weg, was du da findest, Makarov, Headset oder was auch immer. Oder leere Dosen und so weiter. Werf die leeren Dosen. Erst wenn du das alles hast. Wenn einer vor dir steht, dann kannst du keine. Also das ist. Ja, so ist mir gerade passiert. Ich bin aus dem Bus raus und so weiter und stehe direkt vor dem Zombie. Ja. Links und rechts habe ich ein paar gekriegt. Na gut, das nicht, hättest du aber... Ich bin da nicht abgehauen, ich stand ja direkt am Bus, hast du ja gesehen. Ja, da musst du das. Da weißt du, dein Fehler war schon ein Hupen. Ja. Ja, hättest du nicht gehupt, wär kein Zombie gekommen. So, die Zombies waren doch hier am Rumrennen gewesen überall. Ja, aber die wären dann auch irgendwann wieder weggegangen. Aber durch das Hupen sind sie erst recht angelockt worden. Ja, und dann bin ich auch direkt raus. Aber da stand schon einer. Ich bin das nicht schuld. Da ist der Bus schuld. Du bist nie was schuld, ne? Immer die anderen. Nee, ja, immer andere. weil wenn der Bus da nicht gestanden hätte, wäre ich da nicht rein. So, jetzt gehe ich noch mal dahin. Jetzt könnte was gespawnt sein. Schaffst du nicht. Was denn? Ich war doch schon eben da. Das ist doch hier. Nein, gleich. Du schaffst das nicht. Du siehst gleich die Todesmeldung da unten und dann oben auf dem Dach kannst du hingehen, dann siehst du mein Kreuz da. Glaub mir das. Also das soll jetzt kein Ansporn sein oder so, ne? Hör mal, du kannst mich auch nicht anspornen. Das habe ich ja gesehen. Hier liegt eine Bandage. Oh, hier ist eine Makarov. Makarov-Magazin. Ich bin hier am Verrecken. Ja, ich kann es da nicht ändern, wenn nichts spawnt. Das liegt ja nun wirklich nicht an mir. Doch, du und der Bus, ihr seid halt schuld. Ist klar. Ja, hier waren wir aber auch noch nicht, ne?
Ecke. Also wir sind zwar hier schon mal drüber geflogen. Nee. Doch, ich ja. Na, du vielleicht. Achtung. Da kommt die zweite Ummacht. Ja. Dann können wir uns nicht erinnern. Dann verreckst du halt. Ja, verreck doch heißt das. Verreck doch. Ich habe mein Bestes versucht. Ich bin bis zum Krankenhaus gelaufen. Aber jetzt ist aber ein komisches Krankenhaus, ey. Ja, da war nichts drin, keine Kisten. Nein, 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 nein. Ich meine, das sieht so komisch aus. Also, so wie ich das. Ach so, da ist die Straße. Ach so, da, ja. Da ist die Straße. Ja, ich kann ja nichts sehen, so. Ist ja alles verschwommen. Ja, bleib mal schön da. Ich komme gleich. Sobald ich was habe, entweder du verreckst oder ich habe was. Ganz einfach. Ja. Anders geht's nicht. Sag mal, wenn du verreckst, dann hast du halt Pech gehabt, ne? Ja, eigenes Verschulden. Eigenes Verschulden. Hätte ich mal nicht gehupt, ne? Genau. So, nächster Anlauf zum Krankenhaus. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, ohnmächtig, zweite Mal. Ja, ich werde gleich eine Epi mitbringen. Ich glaube, du wirst gar nichts mehr mitbringen. Jawohl. Was haben wir da? Ausrüstung? Die ersten Sachen, Antibiotikum habe ich. Schau mal. So langsam spawnen die Sachen. Aber bis jetzt noch nichts, wo ich sagen kann, das ist ergiebig oder das wäre das, was wir brauchen. Also wenn das jetzt möglich wäre, ne, da würde ich jetzt nach.